Was klappt, Leute, sind wir back in der neuen Folge Supermarkt Simulator. Und zwar, warte mal, mal mit Lado kurz einstellen, so. Ich werde jetzt eine Folge aufnehmen, dann habe ich einen dringenden Anruf, einen wichtigen. Was ist mit meinem Greenscreen los? Okay, I don't know. Wird schon passen. Genau, dann habe ich einen wichtigen Anruf und dann, dann, was war dann? Genau, und dann machen wir Dark Souls. So, jetzt habe ich wieder. Moment, mein Tastatur ist so weit weg. So. Alright, wir machen den Tag auf. Wir haben kein Geld mehr, um aufzufüllen. Dementsprechend, ja, müssen wir erstmal ein bisschen verkaufen, damit wir hier ein bisschen, auffüllen können. Ich hoffe, die Musik passt so von der Lautstärke und so. Wir sind gleich Level 16, Leute. Nice. Das ist doch top. Das ist doch mega. So, kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Guten Tag, der Herr. Treten Sie doch bitte ein. Dankeschön. Sehr, sehr nett von Ihnen. Super geil. Ich setze mich schon mal in die Kassen, Alter. Und dann geht's hier los. Machen wir jetzt hier Money, Money. Jiggle, Jiggle. Zweimal Milch. Perfekter Kunde. Mal ein bisschen leiser hier den Zaun. So. Jalla, komm! Guten Tag, der Herr. Oh ja, ich sehe schon, Sie wollen den geilen Reis, oder? Oh ja, der geile Basmati-Reis. Da wird das schön. Und das Salz! Oh ja, neue Produkte sind hier, Sie sehen, ja? Oh nein, oh, was hast du getan? Er kauft das eklige Öl. Das schlechte Öl, Sie sind ein Unmensch. Salz. Er kauft Salz. Reis und das schlechte Öl. Oh, ja, ja, wir haben einen Erdnuss-Fan. Ich hab mir das schon gedacht, Sir. Okay. Zack. Guten Tag, der nächste bitte. Susu. 14 Dollar. Perfekt. Zweimal Nudeln. Ehrenkunden. Zahlt direkt perfekt. 11 Dollar, kein Problem. Hallo, die Dame. Einmal Milch und Nudeln, kein Problem. 5,50 Dollar, sehr, sehr gerne. Oh, der packt da. Alter, was geht bei dem ab? Der kauft den ganzen Tee leer, du. Was ist denn mit ihm los? 3 Tees kaufen sie, Sir. Ja, ich würde es nicht kaufen, aber es ist 18 Dollar für 3 Tee. Ja, klar, kein Problem. So, nehmen wir mal alles hier mit. 39,50. Sehr gut. Alright. Ich bin jetzt hier richtiger Kassierer. Ich stehe jetzt hier kurz am Handy so nebenbei. So. Hm. Oh ja, okay. Was haben wir hier für Nachrichten? Mhm. Oh ja, das ist cool. Antworten wir mal drauf. Kurz auf Instagram chillen. Am Red Bull nuckeln. Ah, guten Tag. Ich meine, bis Sie wissen, zweimal Öl, ja? Ja, verstehe ich. Verstehen wir doch alle, ne? Besteuern wir? Ne, ne? Müsste eigentlich passen von der Lodge. Ich hoffe, weil, wie gesagt, das stellt sich manchmal einfach um. Warum auch immer. Ja, warte mal, haben wir nicht eben ein bisschen mehr Erfahrung gehabt? Bei 15? Uiuiui, Alter, Sie haben einen Wocheneinkauf, ne? Ich sehe das schon, ne? Ja. Die Kinder wieder zu besuchen, ne? Der nächste bitte. Geht irgendwas leer, da müssen wir ein bisschen drauf achten jetzt, weil wir haben nicht alles aufgefüllt. Aber die neuen Sachen gehen nicht so gut bis jetzt. Uiuiui, der hat hier auch einen Wocheneinkauf. Schön die Spaghetten, Alter, und ein bisschen Toastbrot. 59 Dollar. Let's go, bisschen Erdnussbutter. Zack. Oh ja, da kommt einer an, der kauft Müsli und Wasser. Oh, wir haben kurz Werbung. Ich pausiere mal ganz kurz. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen wegen der Musik. Alter, das ist blöd, wenn wir eine Werbung haben. Leider geht mein Spotify nicht connecten. Dann würde ich mit Spotify Premium irgendwas anmachen. Wieso? Ich wollte Beats haben. Warum kommt da irgendein Scheiß? Also, was ist das Scheiße? Warum kommt da
Was mit Gesang? Okay, 19 Dollar wollen wir zurück. Sehr gerne. Wie sieht's aus? Ist irgendwas leer? Oh, die Spaghetten gehen gut. Spaghetten, Reis vielleicht auffüllen? Oh. Entschuldigung, hab's nicht gesehen. 6 Dollar. Zack. Oh, sie habe ich schon mal gesehen. Die haben vor zweimal Öl gekauft. Haben noch was vergessen, ne? Okay, verstehe. Oh, da kommt direkt wieder der Wocheneinkauf. Sehr gut. Karte natürlich. Sehr gern, die Dame. Aber läuft. Läuft gut, alle, ne? Was haben wir denn da? Also, wir sollten vielleicht nochmal. Also, wenn ich es richtig sehe, ist Reis relativ leer und Spaghetten. Aber der Tag ist auch nicht mal so lange. Wir haben schon 6. Wir haben nur bis 9. Ne, bis 9 haben wir auf, ne? Ja, doch. Das könnte hinhauen. Noch. Guten Tag, der Herr. Haben Sie schon unsere neuen Produkte gesehen? Wir haben Spaghetten, Salz, Erdnussbutter und endlich mal Olivenöl, Alter. Wie sich das für einen richtigen Laden gehört, ey. Ohne Olivenöl geht hier gar nichts, ey. Das beste Öl, auf jeden Fall. Guten Tag, der Herr. Zweimal Eier, zweimal Nudeln. Ich weiß schon genau, was Sie kochen. So. Das ist bei euch auch so, wenn ihr hier die Leute abkassiert, dann überlegt ihr gleich mal, was sie kochen könnten. Hab ich immer so im Kopf. Sieht aber gut aus, ey, also es läuft. Oh Junge, Alter, heute, die haben aber auch Großankäufe heute hier. 8 Dollar zurück. Nice. Oh, Alter, warte mal, ich will mal irgendwas. Ich wollte ein Beat haben. Das ist besser, oder? Ich meine, der Song ist geil gewesen, ja, keine Frage, aber muss halt überlegen, ich will jetzt. Das ist ein bisschen komisch, wenn ich talk und dann im Hintergrund jemand singt quasi. Oder rappt dann halt in dem Fall. Der nächste bitte! Die Katze ist nicht ewig offen. Oh, die Spaghetten gehen leer. Oh, mal gucken, ob die durchhalten, die Spaghetten. Wenn nicht, haben sie halt Pech gehabt. Oh, Alter, da kommt der Tanklaster. Da kommt der Tanklaster durch, Leute. Milch. Sehr viel Wasser daher, okay. Und Spaghetten, natürlich. Ich glaube, die Spaghetten sind gleich leer. Oh, wir haben zu. Wir haben offiziell zu. Es ist nichts leer bis jetzt. Spaghetten könnten gerade leer werden. Oh, die kauft direkt zwei Paar. Och, du Scheiße, was ist denn hier los? Sie machen Wocheneinkauf. Alter, 81 Dollar und zahlt auch noch passend. Ehrenfrau, Alter. So, nehmen wir hier mal den ganzen Lachs mit. Oh, Spaghetti ist gleich leer. Bitte kaufen Sie keine Spaghetti mehr, die sind gleich leer. Kaufen Sie doch lieber Olivenöl, da haben wir noch genug da. Und das ist doch geil. Also, ja, hier, der weiß, was gut ist. Olivenöl ist lecker und saftig. Oh, Alter, Leute, was ist denn los mit euch heute? Kaufen wir alles ein. 74 Dollar. Oh, nee, warte, das ist falsch. So. Bitte, also, die können ruhig die letzten Spaghetten kaufen. Oh, da kauft andere Nudeln, Ehrenmann. Obwohl, das ist, glaube ich, eh der letzte Kunde. Oder kommen Sie auch noch rein, Sir? Kommen Sie noch rein? Wir haben noch einen Moment offen. Nee, okay, schade. Hätte man noch meinen letzten Profit schlagen können, aber nein. Na gut. So, 39,5. Perfekt. Lübdelachs. Wir haben einen guten Profit gemacht. Wir sind bei 1138 Dollar. Und ich würde sagen, damit kann man gut arbeiten. Ja. Nudeln sind im Preis gestiegen. Ich nehme an, der meint die Nudeln hier. Ja, kann man so lassen. Ey, So, wir haben Käse. Oh, passt perfekt, Digga. Schön. Ich will nochmal Wasser kaufen. Obwohl, haben wir noch, glaube ich, noch auf Vorrat. Mal gucken, wir müssen ja nicht immer neu kommen. Wir haben ja noch einen kleinen Vorrat hier.
Transwasser zum Beispiel. Okay, das füllen wir mal kurz ein bisschen auf. Haben wir noch einen kleinen Vorrat hier? Den stelle ich mal eben daneben, ne? Wir brauchen Milch. Ja, Eier nicht unbedingt. Milch, die neuen Sachen auf jeden Fall. Nochmal einen Tee vielleicht. Müsli. Spaghetti brauchen wir unbedingt. Erstmal Rechnung verwalten. 20, 70 Dollar mittlerweile, boah. Das ist schon die ohne. Müsli würde ich zweimal kaufen. Spaghetti reicht einmal. Susu zweimal. Wir sind schon voll. Oh. Mehl, Spaghetti, Salz. Ich kaufe erstmal ein, was hier ist. Dann Müsli. Das hier. Ich nehme mal ein Öl. Milch brauchen wir auf jeden Fall. Schwarzen Tee. Erdnussbutter zweimal. So, was haben wir hier? Erstmal die Erdnussbutter. Wieso habe ich gestern Nutella gesagt? Ich meine, das sieht nicht aus wie Erdnussbutter, sieht aus wie Nutella, wenn ich ehrlich bin, aber hey. Oder? Was meint ihr, Leute? Also, oder? Also, kann nicht nur mir so vorkommen hier. Salz, haben wir das Salz gekauft? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall einiges auf der Straße gelandet. So, einmal Milch auffüllen. Okay. Ja, das passt. Haben wir noch Öl? Normales Öl ist halt ass, aber was willst du machen? Gehört, also wollen die halt auch kaufen, ne? Ist halt auch meistens günstig. Ich weiß gar nicht, wie teuer ist denn das bei uns überhaupt? Wir haben noch Reis, sehr gut. Schön, aber Smarty-Reis. Weiß gar nicht, welchen Reis ich priorisieren würde. So. So. Langkornreis, bitte, ja. Oh. Ups. Ja, ist egal. Muss ja nicht alles perfekt aufgefüllt sein. Ist das eine Werbung oder ist das Musik? Mir kann die sicher. Oh, hier haben wir nochmal Nudeln, sehr gut. Die kommen hier rein. Haben wir da zweimal gekauft, weil da passt noch ein bisschen was drin, ne? Ich würde grundsätzlich sagen, das reicht, aber ja, besser mehr haben als weniger. So, dann haben wir Salz. Lol, okay, man kann da drauf gehen, nice. Hier haben wir nochmal rotes Mehl, sehr gut. Müsli, auch wichtig, ist auch ein Regal leer gegangen. Sehr gut. Das ist ein Amazon-Simulator, wieder. Oh, was geil. So hier so ein Versandhaus halt, ne? Sowas nah. Sowas wie Amazon halt. Okay, das reicht eigentlich im Müsli. Jetzt mal gucken, was wir überhaupt noch gekauft haben, was noch fehlt und was wir gleich nochmal bestellen könnten, ne? Ich denke mal, wir müssen noch irgendwas nachbestellen gleich. Nochmal Erdnussbutter, da sind wir dann aber auch endlich mal voll, krass. Würde ich dann hier daneben stellen, den Lachs. Was haben wir hier eigentlich noch stehen? Wir haben jetzt zwar noch mal Mehl noch stehen. Ist auch noch relativ voll, würde ich sagen. Was ist das? Nochmal Öl. Perfekt. Ging gestern auch gutes Öl. Und noch einen Kaffen. Da müssen wir auch nochmal nachfüllen. Und noch Tee, genau. Der war, da haben wir, der eine Typ gestern gut eingekauft an dem Tee. Meine Güte. So. Was haben wir noch? Oh ja, Olivenöl. Ehre. Sehr geiles Olivenöl. Alright. Salz haben wir auch nochmal schön. Schön salty bleiben, ne? Ein Salz nach da oben. So ein einzelnes ist da schön oben rein. Ins Regal, perfekt. Wir haben nochmal Olivenöl, dann ist es auch voll. Dann haben wir nochmal Nudeln da. Und dann gucke ich gleich nochmal durch, was noch fehlen könnte. Da ist Nudeln. Ja, gut, sieht gut aus. Wir können theoretisch nochmal Salz kaufen, aber ich glaube, das geht nicht so. Spaghetti würde ich nochmal kaufen. Spaghetti, Reis. Spaghetti, Reis, Kaffee.
Spaghetti Reis Kaffee Susu. Spaghetti Reis Susu. Der Rest passt eigentlich. Ich kauf mal dreimal Spaghetti. Zweimal Reis. Komm, einmal Salz mach ich noch. Vielleicht nochmal Eier. Susu Kaffee. Und ja, vielleicht nochmal ein Mehl. So, dann haben wir auch 10 voll. Lohnt sich mich der Versandpreis auch, ne? Oh, guck mal, ein bisschen was stehen geblieben diesmal. Interessant. Da ist wieder eins übrig, schön. Vielleicht mal so ein Resteregal, aber das wird halt nicht leer gehen. Das ist halt das Blöde dabei. So. Ich bin ja froh, dass die Autos, die Kartons, die auf der Straße liegen, nicht einfach mitnehmen und dann irgendwo nirgendwo fahren. Das wäre halt beschissen. Dann müsstest du einfach deinen Karton zum Ende rennen. Das wäre richtig belastend. So, wir haben hier Kaffen. Sehr gut, neuen Kaffen, ne? Freuen die Leute sich, die morgens gehen Kaffen trinken. So, dann haben wir nochmal Salz. Bleibt eins übrig, das ist halt Ass, aber was willst du machen? Sweet. Okay. Eier. Da muss ich, glaube ich, nicht unbedingt nachfüllen, aber komm, dachte ich mir, dann haben wir wenigstens den Bestellwert voll. Also den Maximalbestellwert. Er wird bestimmt auch nochmal irgendwann erhöht werden. Weil den fand ich relativ low. Genau, Reis wollte ich hier auf Vorrat mal haben. So. Falls das leer gehen sollte. Und dann haben wir noch Spaghetti, sehr gut. Guten alten Spaghetten. Zweimal würde ich hier auffüllen und dann würde ich einmal runterbringen. Falls wir noch was brauchen sollten. Das war so mein Gedanke dabei. So. Ist ja gut, dass wir nicht was abschließen müssen oder so, weil hier eh nichts geklaut wird. Schön Elo-Spaghetten, Alter. Toll, lecker. Hast du bestimmt auch eine gute Elo mit. Oh nein! Nicht die Spaghetten! Warte, warte, wir haben es gleich. Eigentlich so eben. Ah, ah, da. Passt. Okay, Marmeladen auf, let's go. Ich glaube, wir haben alles soweit, ich hoffe. Wenn ich was übersehen habe, dann sorry. Der Rest müsste eigentlich passen. Okay, wir gehen an die Kasse. Moment. Eine Maus. So. Ich guck mal ganz kurz, ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Osterdeals bei Amazon, oh. Okay. Schön. Schöne Osterdeals, Alter. Scheiße, ich muss noch was machen. Ich Vollidiot, ich hab was vergessen, ey. Ja gut, nach der Folge bin ich eh kurz weg, dann mach ich das schnell. Und ich krieg heute noch eine Bestellung. Okay, nice. Alright. Die Dame, wie kann ich Ihnen helfen? Was haben Sie gekauft? Alles klar, Sie haben sehr viel Müsli und Puderzucker gekauft. Das ist bestimmt eine gesunde Ernährung, aber hey, das müssen Sie wissen. Dann nehmen wir auf, 18 Minuten. Wir haben ein, zwei Tage, können wir auf jeden Fall noch durchballern. Then I wanna drag go. I'm a Draco. Wir sind Level 16, nice. Oder können wir mal ganz kurz gucken? Verwalten. Einstellen. Ah, wir könnten jetzt einen Auffüller einstellen. Lohnt halt nicht. Wir brauchen den aktuell nicht. Aber wäre theoretisch machbar. Wachstum 1,3, Alter. Boah. Eins, drei ist schon hart, ey. Aber wäre, glaube ich, mein nächstes Ziel, uns hier nochmal zu vergrößern. Gute Dame. Ach, das, Alter, wir haben ja richtig Kunden hier. Die waren alle im Wocheneinkauf gerade. Ihr seht es. Ey, noch ein Kaffee versteckt, okay. Sehr gut. Uiuiuiui, Spaghetti und Mehl und Öl, natürlich. Das gute Öl darf nicht fehlen. 50 Cent zurück. Die auch sehr schöne Einkäufe. Ja, passend. Uiuiui, die kaufen einiges ein heute. Mit guten Umsatzwerten, aber. Wir werden viel auffüllen müssen. Wenn die so große Rieseneinkäufe machen heute alle. Können wir nicht 50 machen?
Hey, ich habe jetzt 50. Das ging? Ich habe jetzt 50 ausgegeben. 50 Cent scheiß drauf. Das hat geklappt. Wollte ich machen. Oh mein Gott, Alter. Junge. Und da kommt eine mit einem Toast, weißt du? Die will sie auch noch mit Karte zahlen. So frech. Boah, das rote Mehl geht krass gut weg. Mhm. Boah, das rote Mehl geht hart gut weg. 50 Cent. Uiui, sie kommen einiges ein. Leider kommt das falsche Öl ein. Da muss ich schon mal einen Minuspunkt geben auf ihren Einkauf. Da bin ich nicht zufrieden mit, bin ich ehrlich. Auch sie kaufen das falsche Öl. Die Damen, was ist da los? Auch beide mit Karte zahlen. Frech. Moment, ich pause hier kurz hier. Okay, da muss ich mir halt wirklich, wie gesagt, was einfallen lassen mit der Musik, weil das ist scheiße, wenn du da Werbung hast. Sehr viel Brot, also Toast und, und Tee, aber die Zahlen passen. Ich verurteile es. Alter, sie wollen aber das wissen, ey. Der kauft dreimal Milch und dreimal Müsli. Der weiß, was gut ist. Obwohl, eigentlich reicht eine ganze Flasche Milch für eine Packung Müsli? Das ist die Frage, ne? Da muss man halt unterscheiden, wie viel man davon auch snackt, ne? Auch der Müsli mit Salz. Sie sind der Neklige. Was ist da los? So, die Dame. Oh ja, sehr viel Puderzucker. Weil sie so zuckersüß sind natürlich. Ich verstehe das schon. So, mit Karte, klar. Da. Ja, kaufen Sie ruhig alles ein, was geht. Wir haben schon wieder gleich 1000 Dollar, Leute. Bei uns rennt aber auch heute. Und hier kannst du leider nicht so viel machen, ne? Weil das meiste Scheiß siehst du halt nicht. Ich habe heute neues Duschgel ausprobiert, eben beim Duschen, ne? So Pfefferminz. Weil, wie soll ich das erklären? Ja, ich hätte ja, also ich mach mir ja ganz gerne mal so eine Glatze, ja? Problem ist nur, das ist nicht so gut für die Kopfhaut, ja. Dementsprechend nehme ich dann immer Duschgel, was dann, dreimal Milch. Mache ich dann halt immer so Duschgel, was dann halt die Kopfhaut, also was da gut für ist, ne, sag ich mal. Und ja, das stimmt, das ist gut für die Kopfhaut. Dann habe ich probiert so und Pfeffer. Jetzt rieche ich halt übertrieben nach Pfefferminz, Digga. Weißt du, ob das so geil ist, wenn ich ehrlich bin. Moment, ich komme gleich, ich mach kurz Licht an. Alles gut, die Dame. Ein Toast. Klar, sehr gerne doch. Ich möchte natürlich auch, dass sie die Ware hier sehen, dann, damit sie alles schön leer kaufen. Obwohl, bitte nicht leer kaufen. Sehr gerne alles kaufen, aber nicht leer kaufen, ja? Weil leer kaufen ist so eine Sache, dieses. Nee. Wer kauft denn dreimal Erdnussbutter und dreimal. Ja, okay, dreimal Wasser verstehe ich, aber Erdnussbutter? Es wäre geil, wenn wir so Sixpacks hätten, ja? So Wasser-Sixpacks oder so, weil. Wer kauft denn drei Flaschen Wasser? Ganz ehrlich, dann kaufst du ja einfach eine ganze Packung. Soweit ich weiß, in Amerika so, du darfst die Flaschen nicht aus dem Sixer-Pack machen. Was hier in Deutschland halt, was halt hier in Deutschland normal ist. Du machst einfach so einen Sixer auf und nimmst du eine Flasche raus, ja. Oh nein, in Amerika zum Beispiel geht das nicht. Fand ich krass, wo ich das gesehen habe. So. Oh, die Spaghetti gehen aber hart gut, ne? Bitte Olivenöl! Bitte Olivenöl! Sie ekligen! Kauf denn kein Olivenöl, bah! Ich hab grad so Hunger, ne? Ich würde mir gleich irgendwas. Obwohl, wir gehen ja heute eh essen. Na, schwierig, also ich treffe mich heute mit Maurice dann nach. Also ich werde dann nach. Wie gesagt, ich werde nach der Folge werde ich kurz Telefonat haben oder wahrscheinlich geht es länger. Dann muss ich noch kurz was ganz Kleines erledigen. Danach werden wir. Also ich werde so lange eine Watchparty machen. Es geht vielleicht eine halbe Stunde oder so, dann bin ich wieder da. Oder vielleicht maximal eine Stunde, würde ich sagen. Weil es macht ja keinen Sinn, zweimal eine Stunde zu streamen oder beziehungsweise einmal nach eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, aber. Obwohl, warte, bis 14 Uhr dann, sagen wir, wie viel haben wir jetzt? Mit 10. Sagen wir mal um. So.
Sagen wir mal, bin ich denn zurück? Bin ich um, ja, so halb zwölf. Bis 14 Uhr, ja doch, 1,5 Stunden. Ja. Macht ja keinen Sinn, dann zweimal. Also, ne, dann mach ich einfach eine Watchparty so lange. Das ist einfach ein Golo Kanté. Sie sind aber groß geworden, Kanté. Was ist los? Und sie haben einen schicken Anzug an. Was ist denn das? Was ist denn da passiert? Hat da jemand. Ist jemand ausgelaufen? Alter, die haben mir das Mehl aber leer gekauft. Das Brot. Oh, Alter. Okay. Zum Glück haben wir so viel gemacht. Kanté, wir haben geschlossen. Beeil dich mal, Jalla. Habibi, hä? Genau, komm mal her, Junge. Danke, N'Golo. Aber er kauft einmal normales Öl, dreimal Olivenöl? Wahrscheinlich das normale Öl aus Kostengründen, ne? Für Notfall. Verstehe ich schon, Sir. Okay, wir haben 1600 Dollar, Leute. Ich füll mal kurz den Rest auf, den wir noch haben. Dann machen wir den Tag zu Ende. Muss halt draußen noch dann kurz Deko aufhängen und halt, das ist wie gesagt das Telefonat. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Muss halt das besprechen so. Ich nehme an, das geht so viele Stunden, halbe Stunde. Das Aufhängen dauert vielleicht viele Stunden, wenn überhaupt. Ich bin ja schnell bei sowas. Und dann, ja, dann machen wir 1,5 Stunden Dark Souls und dann treffe ich Maurice und dann. Was ist jetzt hier drin? Ah, wir haben noch hier Atmosphäre, okay. Und dann, ja. Gehen wir was essen, Alter. Jetzt hat sich überlegt, ob ich mal. Irgendwas koche nochmal schnell, aber das macht ja keinen Sinn dann, wenn wir dann eh essen gehen. Ist ja Quatsch. Wir gehen wahrscheinlich dann zum Mexikaner. Oh, Digga, Mexikaner hab ich so Bock grad, ne? Ich liebe mexikanisches Essen, ne? Es ist so, ich würde schon sagen, so mit mein Favorite. Wenn ich. Ja, doch schon so. Kommt schon gut an mein Favorite ran. Aber wenn nicht sogar mein Favorite. Natürlich ist eine geile Paella. So eine Chicken Paella natürlich auch sehr, sehr geil. Oder auch eine mit Bambus-Dings. Wie heißt das nochmal? Bambus-Samen? Nee, warte. Wie ist denn das nochmal hier mit dem Bambus? Kann man ja auch machen. Weiß nicht mehr genau, wie das. Stauten? Nee, wie heißt denn das nochmal? Ist ja egal. Was? Fand die Produkte zu teuer? Wollt ihr mich ficken, ja? Wassermehl-Nudeln. Wassermehl-Nudeln? Tja, Wasser auf 3? Kein Problem. Welches Mehl? Das ist okay. Das ist auch okay. Nudeln. Das ist auch okay. Passt doch. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen einmal normales Öl, einmal Olivenöl. Als Berechnung natürlich, klar. Dann, wow. Wir brauchen von dem roten Öl, von dem roten Mehl 3, von dem anderen 2. Das andere Mehl da oben, 2. Einmal Salz, ja. Zweimal Spaghetti, einmal Salz. So, das kaufen wir. Ist schon teuer, ne? Der Lachs hier. Aber du machst natürlich auch sehr guten Profit damit, klar. Zweimal normale Nudeln, zweimal Kaffee. Hätte ich gesagt. Dann einmal Müsli müsst, obwohl ich würde zweimal machen. Zweimal Müsli, zweimal Susu. Reicht nicht vom Platz. Was ist ein Müsli da oben? Ah doch, reicht vom Platz, ich bin doof. Ich habe irgendwie an 4 plus 4 gedacht, anstatt 2 plus 2. Hier, Platz! Okay, einmal Tee. Einmal Tee, einmal Erdnuss. Boah, das wird teuer heute. Ey, wir kaufen allein schon 500, sind wir schon im Einkaufen und wir sind noch nicht durch. Aber dann, wir kriegen natürlich gut Profit. So, dreimal Brot. Alter, dreimal Brot und dreimal Mehl. Einmal Käse. Alter, ist zu teuer. Einmal dieses Mehl. Dreimal das Mehl. Dreimal Brot. Einmal Käse. Ich mach kurz die Werbung aus, bis gleich.
Okay, weiter geht's. Alter, wir sind jetzt schon mal. Wir haben fast 1000 jetzt eingekauft, ne? Eier und zweimal Milch. Eier, zweimal Milch hätte ich gesagt. Und dann kaufen wir nochmal ein Wasser. Also wir haben für knapp 1000, sagen wir 800 oder so haben wir jetzt eingekauft. Holy shit. Ach du Scheiße. Jo, okay. Bisschen Einkauf. Holy shit. Oh, ist voll. Ich mache mal die Straße kurz leer. Hier war ein Unfall, bitte stehen bleiben. Keiner mehr hier langfahren, ja? Blockier die Straße. Das ist ja unglaublich, ey. Wir hätten vielleicht sogar zweimal Käse kaufen können. Entschuldigung, die Dame, hier ist ein kleiner Unfall passiert. Tut mir leid, ich muss hier kurz durch, ja? Ehre. Holy shit. Ach du Scheiß. Aber so komplett ein Hof voll mit Lebensmitteln, die da einfach hingeschmissen wurden, weißt du? Die wurden ja nicht mal abgelegt, die Sanft. Nein, die wurden hingeschmissen, als ob das Müll ist. Ich würde so lange laufen, müssen eine Kiste schnappen und abhauen, oder? Egal mit was. Hauptsache, du hast was. So. Besser als verhungern. So. Aber ich bin auch ein Asozialer. Ne? Ist ja auch klar. Ist ja auch wichtig. So, Tee ist auch wieder relativ voll. Für die ganzen Teetrinker da draußen. Dann ein bisschen Susu. Schön. Boah, da kriege ich immer Bock auf Himbeeren oder so Blaubeeren, Himbeeren gemischt. So. Mit so ein bisschen Zucker drauf, ja. So ein klein bisschen. Dass es nicht so sauer ist. Kommt halt auch drauf an. Also bei so Tiefkühldingern, das ist wichtig. Wenn du die frisch kaufst, dann brauchst du da eigentlich nichts drauf, Mann, oder so. So, im rotes Mehl, das ist natürlich auch sehr krass leer gegangen. Entschuldigung, bitte aufpassen, hier ist Ware auf der Straße, ja. Bitte nehmen Sie ein bisschen Rücksicht darauf. Ihr dürft ja nichts kaputt gehen, das ist Frischware. Die wird hier noch verkauft, ja. Weil es sieht aus wie ein billiger Flohmarkt, aber nein, das ist Ware für meinen Supermarkt, ja. Ich möchte, dass das bitte auch von der Regierung und den Mitmenschen hier respektiert wird, ist ja klar. So. Okay, nice. Krieg ich ihn da rein? Ne. Richtig halt dahin, du Hund. Entschuldigen Sie bitte, da liegt noch mein Salz, ja. Meine Ehre wahrscheinlich auch, aber hey, ist ja egal. So, ist das voll? Ne. Ist da noch was drin? Sieht leer aus. Sehr gut. Dann haben wir nochmal Susu. Schöne Susu. Ist leider auch voll. Oder was ist leider eigentlich? Ist ja gut, wenn das voll ist, aber da muss ich den Karton noch hinstellen. Das ist halt ass. So, Müsli auffüllen. Schön Chipoki. Nochmal Müsli. Yay. Yay. Auch noch Milch drin. Ich wollte ihn jetzt schon wegschmeißen, weil du siehst das manchmal nicht so gut, ne? Okay, das schöne Supreme-Mehl aus Frankreich. Ja, das ist nur ein einziges da noch drin, weißt du? So beschissen. Oh, falscher Gang. So, schön die Spaghetten auffüllen. Sehr gut, sehr lecker, sehr, sehr saftig, knaftig. Maschallah, mach nochmal. So, hier nochmal Milch. Was ist viel? Warte mal, das ist voll. Das kann ich hier wegpacken. Habe ich hier nicht mehr, ne? Okay, ich pack das nochmal hier rein. Das wird schon alles seine Richtigkeit haben hier. So, dann haben wir nochmal Spaghetten. Was war das? Wie viel habe ich denn bestellt? Bin ich dumm? Da hast du auch nochmal Mehl. Habe ich irgendwie ein bisschen viel bestellt? Kann das sein? Hä, nochmal Mehl? Was habe ich denn gemacht?
Hab ich das doppelt bestellt, ich Vollidiot? Kann natürlich sein. Wir sind Nudeln. Ich glaube, das Mehl habe ich irgendwie zu viel bestellt. Offenbar. Blöd. Ist nochmal das andere Mehl. War auch zu viel, okay. Haben wir das hier nochmal? Ja, da oben. Oh, ist voll. Blöd. Für Notfall haben wir noch ein bisschen Vorrat. Oh ja, haben wir auf jeden Fall. So. Oh, Olivenöl. Sehr, sehr schön. Sehr köstlich. Olivenöl ist so nice, Junge. Ist halt ein bisschen teurer, aber macht doch nichts. Ich mach schon mal Laden auf. Wenn ich den Rest hier einlager. Bis dahin haben die Kunden dann auch schon mal ihre Ware geholt. Da muss ich nicht immer warten. Wait for that. When I want police, yeah. So. Kaffen. Immer noch Eier. Entschuldigung, Sir. So, schön die geilen Bio-Eier auffüllen. Veganer würden sich jetzt aufregen, ich nicht. So, immer noch mal anderes Öl. So, nice. Haben wir alles aufgefüllt. Die Leute können jetzt sich hier schön bedienen und wenn ich jetzt in der Kasse sitze, kommen gleich die ersten Kunden. Muss ich nicht so ewig lang warten. So, ich trink mal kurz den restlichen Retti, Alter, ne? Den schönen guten Red Bull, du. So. Oh, oh, Entschuldigung, die Herren. Habt ihr gar nicht gesehen hier. Olivenöl, ein Ehrenmann, wie er im Buche steht. Und zahlt mit Karte, ist okay. Noch besser wäre natürlich passend, aber gut. Sie sind ein Ehrenmann. Der kauft dreimal Reis. Will 9 Dollar zurück. Gibt's hier nicht. So. Schön Shoppick hier. Und Susu. Na gut. 5 war's okay. Oh, die da hinten, die kauft aber auch gut Müsli ein, die olle Sau, du. Ja, oh, 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 oh. Moin. Hey, yeah. China. Oh mein Gott, sie wollen mich aber auch verarschen, ey. Holy shit. Guck dir mal die Liste an, Junge. Wollen sie Kassenzettel oder nicht? Nein? Okay, sehr gut. Boah, Alter, ich komme hier langsam auch nicht mehr hinterher. Holy shit. Oh, zwei Milch, das Ehre. Mit Karte, das ist wieder unehrenhaft. Dankeschön. Daher. Sie kaufen das falsche Öl ein. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Aber gibt anscheinend Mac and Cheese. Sehr cool. Sie kaufen mich hier. Die plündern mich hier alle aus. Was geht hier heute ab? Aber machen gut Profit. Da kommen die Men in Black. Teetrinker, weißt du? Das sind ja die ungeilsten, Alter. Kauft lieber zwei Pullen Wodka, weißt du? Nein, er kauft sich Tee, Alter. Er kauft sich einen Tee, Alter. Oh, oh nein, 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 das machen wir nicht. Das, Nein, 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 das machen wir auch nicht. Ja, das ist richtig. Ich kann den also auch zu viel rausgeben, das ist blöd. Ah, das ist. Das wollen die vielleicht nicht so. Wenn ich den zu viel abziehe. Einmal Spaghetti und normalen Nudeln auch noch. Sehr gerne, der hier. Ein Dollar zurück. Shoppick und Mehl. 65, okay. Kriegen wir hin. Die Dame, wie geht es? Einmal Kaffee, einmal Mehl. Alles okay. Und sie kaufen
Oh, ja. Moin, Rainer. Was hast du denn für mich? 13 Dollar zurück. Schwein. Dafür geht nichts mehr auf dich, ne? So, ja, Olivenöl. Ehrenleute. Geile Ehrenfrau. Kauft dir schön Olivenöl. Oh, das eine rote Mehl ist schon leer. Aber der Tag schreit auch gut vor. Wir sind gut im Moneymaking. Guten Tag, die Dame. Olivenöl, natürlich. Olivenöl und Erdnussbutter. Das ist eine interessante Kombi, aber das müssen Sie wissen, ne? So, der nächste bitte. War noch drei? Ne, warte, wie lange haben wir? Wir haben noch 6 Stunden offen, ne? Oder bis 9 haben wir, ne? So, da können wir noch gut Profit machen in der Zeit. 47 Dollar. Olivenöl, dafür könnte ich sie küssen. Schön. So, zack. Ach du Scheiße, sie sind ein Nudelfan, ich sehe das schon. Spaghetti Mafia, hä? Verstehe ich. So, nächste bitte. Sehr gut. Überall. Wieso sind die alle so overdressed hier für den Laden? Was ist da los? Der Kantik kauft sich ein paar Eier, okay. Interessant. Junge, ich will das Licht anmachen! Mach dir morgen einen Kopf, wenn ich hier eigentlich am Abkehr. Also. Wir müssen nur Licht anmachen hier. Was ist hier los? Alter, Leute. Ich meine, ist gut, dann können wir uns gleich die Erweiterung leisten, aber chillt mal kurz, ja? Ich muss mal ganz kurz Licht anmachen gehen. Dankeschön. So. Ja, ich bin ja schon da. Dreimal Spaghetten, sehr gut. Mit Karte, natürlich. So. Praktisch. Oh, das rote Mehl ist gleich leer. Holy shit. 1,5 Stunden noch. Boah, ich glaube, das muss ich gleich mal nachfüllen gehen. Pass. Das rote Mehl geht gut. Ich warte mal kurz. Aber, oh, Käse und Sandwich Toast. Sehr geile Kombi. So. Sehr gut. Obwohl, das Mehl könnte reichen. Da kommt kein Tee nochmal. Wenn keiner mehr rotes Mehl kauft, dann kommt's hin. Olivenöl, ein Ehrenmann und Spaghetti. Genau das, was ich wollte. Und zahlt passend. Ich küsse ihn jetzt. So, was haben wir hier? Nudel, Spaghetti, Reis, okay, sehr coole Kombi. Pasta haben sie 69, die Dame. Da haben sie leider 50 Cent daneben gegriffen. So, achso. 14 Dollar. Kann es sein, dass die Musik zu laut ist? Ich weiß nicht genau. Also, ich hoffe, es passt alles. Da muss ich halt, wie gesagt, aktuell noch ein bisschen gucken. Nein, kein rotes Mehl, kein Tee, nein! Also ja, okay, vielleicht wenn sie es jetzt leer machen, ist es okay. Sehr gut, 52,50 Dollar. Aber rotes Mehl haben wir noch so viel auf Vorrat. Das ist schon okay, wenn die das kaufen. 2 Dollar. Wir haben 2500 Dollar fast! Wie viel Profit haben wir heute gemacht? Holy shit! Wir sind ein Millionär. Also nicht ganz, aber... Wir sind auf dem guten... Hab ich die gerade für 2,40 abkassiert? Nee, oder? Nee. Hat wer es... Das geht, glaube ich, aber gar nicht, ne? Das sah kurz so aus. Wir haben 2500 Dollar und Level 17. Leute, es rennt heute. Heute rennt es aber, Alter, Junge. Kennt ihr dieses Meme von Family Guy, wo Stewie sagt, warte, wie ging das nochmal? Ich tanz aus meiner Vagina. So kam ich mir ganz ein bisschen vor. Okay, was haben wir hier noch? Bisschen Susu. Kurz den Restbestand auffüllen. Party! Feierabend! Alter, das rote Mehl ist aber hart leer gegangen. Holy moly. Frank. Wir sind jetzt bei 45 Minuten, ey, wild. Dann können wir noch einen Tag machen. Vielleicht kommt ja noch ein Kunde. Noch ist der Laden nicht geschlossen. Steht immer noch offen da. Kommen Sie gerne noch rein. Wir haben noch heute ausnahmsweise für Sie noch offen.
Was haben wir da noch? Was ist das? Das Mehl? Oh ja, schön. Da haben wir noch 3 Mehl übrig hier. Was ist denn jetzt los? Ich krieg die ganze Zeit Pizza mit Aufnahme. Okay, schön. Da ist noch ein Karton. Ah ja, genau, mit ein bisschen Erdnuss-Butti. Let's go. Wir haben 2,5 gerade auf Konto, ja. Ich würde jetzt einfach mal so weit gehen und den Laden upgraden. Das kostet nur die Hälfte, also let's go. Zack. Geil. Es gibt, wie viele Abschnitte gibt es? 23? Der Let's Go ist 160k. Benötigt Supermarkt Level 99? Oh mein Gott, man. Ist hier noch gesperrt? Ja. Was? Wann geht das auf? Wir wissen, was dahinter ist. Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, was hochgegangen ist. Öl. Öl, Schwarztee. Erdnussbutter. Oh, ja. Schwarztee, Erdnussbutter. Ist beides hier. Und dann muss ich auf 5 runtergehen, Leute. Tee. Oh, muss ich auch ganz einen Dollar runtergehen. Das ist Ass. Wo haben wir denn jetzt erweitert? Hier hinten. Okay. Kein Problem. Sieht dann auch ein bisschen räumiger hier aus, ne? So. Was haben wir hier daneben, ne? Passt doch. Kann sich keiner beschweren, dass es hier zu klein ist oder so. Müssen wir das Lager nochmal upgraden, damit da hinten frei ist? Wie toll wäre das? Das ist erstmal Rechnung, ne? 1, 2. Kann ich mir nicht mal leisten, okay. Ich würde gerne die Tür öffnen, das war eigentlich mein Ziel heute, aber gut. Jetzt haben wir einfach einen Laden, aber sieht ein bisschen, sieht auf jeden Fall geräumiger und cooler aus hier. So. Mal so, ne? Bisschen mehr verteilen hier. Soll ich den dann auch noch ein bisschen anpassen? So. Sieht das aus? Ja, ist okay, oder? So, ich hole auf jeden Fall mal rotes Mehl rein. Da haben wir noch ein bisschen auf Vorrat. Ich würde einen Karton trotzdem unten lassen, aber einen kann man auf jeden Fall hier auf Vorrat noch, also, ne? Oder, normal, also privat vielleicht so eine Musik gar nicht, aber irgendwie mag ich es gerade. Es sieht doch super aus heute hier. So. Zweimal Käse. Zweimal Käse, einmal Milch, einmal Eier. Zweimal Käse, der müsste hier sein, genau. Einmal Erdnussbutter. Spaghetti, Reis, Salz, schwarzer Tee und Kaffee kaufe ich auch nochmal. Das ist so das Standardding eigentlich. Aber kommt gut hin, glaube ich, ne? Zweimal rotes Mehl. Zweimal rotes Mehl. Zweimal Susu. Zweimal Müsli. Zweimal Susu, zweimal Müsli, nochmal zweimal Reis, der ging wohl ganz gut. Was haben wir noch einmal? Einmal normales Öl, ja. Ah ne, warte mal, wir brauchen zweimal was. Okay, warte mal, dann zweimal Olivenöl.
Das ist nur Olivenöl. Nicht blind? Ja. Teuer unsere Einkäufe mittlerweile, ne? Aber lohnt am Ende natürlich auch, ne? So, dann einmal normales Öl haben wir schon gesehen. Zweimal Nudeln haben wir gesehen. Haben wir Spaghetti bestellt? Ja. Okay. Dann sind es, glaube ich, dann müsste es eigentlich schon alles gewesen sein. Also lief ganz gut gestern, der Tag. So, Reis. Ey, diese Tür, ne? Die machen mich fertig. Sehr gut. Läuft doch. Okay, wie gesagt, ich würde dann glaube ich gleich dann schon mal die Folge beenden und dann Dings machen. Dann bin ich auch schnell zurück. Für Dark Souls dann, weil wir haben für morgen noch keine Dark Souls Folge. Weil ich habe mich, ja sagen wir mal so, ich habe mich längere Zeit gedrückt aufzunehmen. Weil Problem war eher nicht wegen Dark Souls, sondern weil die letzte Folge, die war ja verworfen quasi. Da hatten wir ein Problem mit OBS. Das heißt, ich musste mir erstmal ein Highlight erstellen auf Twitch, musste dann dieses Highlight zusammenschneiden, musste das dann erstmal runterladen und das dann nochmal hochladen. Und da habe ich mich lang vorgedrückt und dann habe ich das jetzt gesehen. Ich habe für heute keine Folge gehabt und dachte mir, scheiße, muss ich jetzt machen. Habe das dann gestern fertig gemacht und ja. Deswegen kommt die Folge dann heute. War auch eine kleine Rage-Folge, muss man sagen, ne? So, da ist noch was übrig, das habe ich gesehen, genau. Olivenöl, schön. Ah, sieht doch cool aus. Zack. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Aber SpongeBob. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Schwarztee. Sehr gut. Oh, das sieht sogar fast passend aus. Chardonnay. So. Das wollte ich gerade schon wegschmeißen direkt. Oh, warte mal, Müsli geht gar nicht mehr so viel rein, oder? Ah, doch, doch. Passt ganz gut. Dun, 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 dun. Oh, das Susu geht auch super rein. So, Käse nochmal. Oh, Alter, wir können sogar nochmal Käse kaufen. Holy shit. Oder haben wir das schon vielleicht? Hier ist nochmal Reis. Ne? Und nochmal hier Erdnussputzen, Alter. Saftig, knaftig, schmackhaft. Lecker. hier nochmal ein Basmati. Passt ganz gut. Zweimal normale Nudeln, einmal Spaghetti. Einmal Kaffen. Was haben wir denn hier drin? Öl. Zweimal Nudeln haben wir schon drin. Okay, zweimal Spaghetti. Da. Kaffee. Maybe Susu. Obwohl, sieht eigentlich noch relativ voll aus, ne? Brot ging jetzt gar nicht mehr. Einmal Käse noch und das passt eigentlich dann. Ja. Oh, jetzt haben wir noch 300 übrig. Wir haben eine krasse Erweiterung gekauft. Haben den Laden wieder aufgefüllt. Also es läuft. Also wir machen krass Profit aktuell. Laden rennt, Alter. So. Da 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 da. Schön Nudeln auffüllen.
Sehr gut, passt perfekt. Nochmal Öl. Das gute Let's Pete. Okay, hätte vielleicht sogar nochmal ein Öl reingepasst. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht noch eins geholt? War ich so smart? Nee, ne? Ob das smart war ich diesmal nicht. Kaffee ist auch full. Aber es sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus heute. Wir haben noch Käse, genau. Ja, blöd. Wir haben sogar noch so ein bisschen Platz für Kartons, für Notfall. Aber ich würde sagen, das war eine schöne Folge heute. Wir haben einiges erreicht und wir haben... Guck mal, wie geil der... Guck mal, wie geil der Laden mittlerweile aussieht. oh, warte, ich muss jetzt mal reinklicken wieder. So. Hat was, ne? Ich finde, es sieht geil aus. Sieht aus wie ein schöner Supermarkt hier. Hier könnte man nochmal eine zweite Kasse dann machen irgendwann. Und dann passt es auch. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, alle.